Hallo liebe Fittorial-Zuschauer, es ist Tag 5 meines Snowboard-Urlaubs und leider ein nicht so schöner Teil meines Urlaubs. Viele, die mein Beweggründe-Motivationsvideo auf meinem anderen Kanal gesehen haben, wissen es ja. Meine Achillesferse, mein Knie, nach etlichen Operationen, zwei Kniescheibenbrüchen, leider immer so ein heikles Thema. 4 Tage lang hat es sehr, sehr gut mitgespielt. Ich habe wirklich, glaube ich, seit langem mal wieder sehr, sehr intensive Schwünge gefahren, bin sehr tief in die Knie gegangen, war eigentlich sehr zufrieden. Heute an Tag 5 merke ich leider, es geht nichts mehr. Die Patellasehne, also die Sehne hier vorne, ist sehr stark gereizt. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht natürlich, dass ich jetzt nicht weiterfahren kann. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich sagen muss, ich habe ja viel machen können. Ich habe jetzt 4 Tage echt Vollgas gegeben, bin sehr, sehr viel gefahren und das habe ich ja auch in meinem anderen Video gesagt, man muss irgendwo auch seine Grenzen, seine Limits auch akzeptieren. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal die Aussicht hier anschaut, wenn man die Piste runterbrettert, kriegt man davon auch nicht so viel mit. Also ich nutze die Zeit jetzt, habe mich hier auf einem Gipfel, ich glaube, wir sind hier so auf, weiß ich gar nicht, sind wir schon auf 3000 oder sogar noch höher, 3000 Metern. Und es ist keine einzige Wolke am Himmel. Da lässt es sich auch mit leichten Knieschmerzen ganz gut ertragen. Was mache ich jetzt? Ja, Regeneration. Massieren, dehnen, kühlen, warten, bis es sich wieder abreagiert. Und letztlich muss ich sagen, wieso ist es wieder gekommen? Mein linker Oberschenkel ist nicht so stark wie mein rechter. Das merke ich immer wieder beim Fahren. Das ist so ein bisschen das Problem bei dieser Geschichte. Man muss ja auf der einen Seite das Knie trainieren, den Muskel aufbauen. Da eben sonst es so nicht stark genug ist, auch die Schläge und die Belastung standhalten zu können. Auf der anderen Seite macht Trainieren mit einem angeschlagenen Knie auch nicht so viel Spaß. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht übertrainiert, also da wieder die Entzündung reinbekommt. Ist schwierig mit so einem 5-mal operierten Knie. Mein Vorhaben für die nächste Zeit ist auf jeden Fall, wieder ganz, ganz leichtes Beintraining zu machen. Also das Bein muss ja trainiert werden, damit man auch nicht in so eine Schonhaltung gerät. Weil das Schlimmste, was ich jetzt machen könnte, wäre zu sagen, oh, Belastung tut weh, belasten wir es mal gar nicht, geben alles aufs rechte Bein. Dann wird das Problem im Prinzip in der Zukunft immer schlimmer, ne? Weil der Muskel wird schwächer, alles drumherum, der Halteapparat wird schwächer und dann werden die Schmerzen und die Probleme einfach immer größer. Für den Moment heißt es einfach akzeptieren, so schwer es ist, aber ich muss es akzeptieren, geht halt jetzt nicht weiter. Und zum Glück haben wir jetzt noch heute und morgen wirklich sehr, sehr sonnige Aussichten. Das heißt, ich nehme euch vielleicht noch ein paar Mal mit zu verschiedenen Gipfeln und zeige euch einfach, wie schön das hier aussieht. Ebenfalls sehr praktisch, auf der Piste findet man immer genügend Eis, um sein Knie direkt zu kühlen. Jetzt sitze ich hier hinter so einem Fangzaun. Bisschen wie im Gefängnis. Hey, ich will auch! Bah, sieht irgendwie ein bisschen eklig aus. Aber mit Sonne ist eigentlich alles geil.